Herzlich willkommen zur 12. Ausgabe von Family Affairs, unserem kostenlosen Webinar von KB&B, Family Marketing Experts. Jetzt im Januar 2024 die Ausgabe mit unseren Trends für 2024. Ich warte am Anfang noch einen kleinen Moment, weil so nach und nach die Leute eintrudeln. Die sollen ja den Start nicht verpassen. Aber wir haben ein vollgepacktes Programm. Deswegen können wir uns auch nicht leisten, allzu lang zu warten. Genau, ein bisschen Housekeeping. Irgendjemand hat es gerade schon vorgemacht. Man kann hier unten auf Reaktionen drücken. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil ich dann sehe, dass man mich hört, dass hier was passiert. Sehr gut, vielen Dank. Außerdem gibt es einen Chat und eine Frageoption, wo man Fragen stellen kann. Da habe ich auch Unterstützung und keine Sorge, auch wenn eine Frage nicht live beantwortet wird, dann bemühen wir uns im Nachhinein per E-Mail oder Ähnliches, die Antworten nachzuliefern. Manchmal lässt es sich nicht so reinquetschen. Und es gibt auch die Umfragen, wo man ein bisschen mitmachen kann, mitdiskutieren kann, mitreden kann zu den Inhalten. Außerdem, das Ganze wird aufgezeichnet. Das heißt, hier muss niemand irgendwie Screenshots machen oder den Bildschirm fotografieren oder sowas. Die Charts werden allen zur Verfügung gestellt. Und es gibt einen Link zu der Aufzeichnung per E-Mail, wer sich das nochmal anschauen möchte. Und ich glaube, das war's an Housekeeping für den Moment. Und wir können starten. Also, es geht los. Wir haben vier Themen für heute, was uns 2024 im Familienmarketing erwartet. Zunächst mal allgemein die Frage, was bewegt die junge Generation 2024? Wir wollen uns auf da auf Studien und Insights verlassen, statt auf Klischees. Große Frage, wer gewinnt das Rennen um die Aufmerksamkeit der jungen Zielgruppe? Da gibt es einen großen Wettkampf zwischen Bewegtbild und Social-Media-Plattformen. Wie kann man Kinder und Jugendliche zum Mitmachen begeistern? Wer hat diese magische Kombination aus Entertainment und Interaktion? Und das klingt schon alles recht digital, deswegen die Frage zum Abschluss, gibt es auch Alternativen zu digitalen Bildschirmmedien? Wir glauben, die gibt es mit Audio, mit physischen Markenerlebnissen. Da wollen wir auch ein paar Beispiele zeigen. Springen wir direkt rein ins erste Kapitel. Pro Kapitel einer Umfrage, deswegen gerne einmal auf die Umfragen klicken und da eine Einschätzung abgeben. Die Auflösung folgt in den nächsten Minuten innerhalb dieses Kapitels, dieses Themas. Zunächst mal hat die Studie Junge Familie 2023 im Auftrag der Pronova BKK herausgefunden, dass Eltern ein schlechtes Gewissen wegen des Medienkonsums ihrer Kinder haben. Insgesamt sind die Freizeitaktivitäten wieder ähnlich wie vor Corona, also es hat sich ein bisschen wieder eingependelt. Allerdings vor allem Ältere, 14- bis 17-Jährige in dieser Studie, verbringen mehr Zeit mit digitalen Medien als mit allen anderen Aktivitäten zusammen in ihrer Freizeit. Und ja, deswegen haben Eltern oft ein schlechtes Gewissen, weil sie zu viele Ausnahmen machen, weil sie ihre eigenen Regeln zu lax finden oder weil es halt regelmäßig zu Streit und Diskussionen deswegen kommt. Vielleicht sollten Sie da aber gar nicht so streng mit sich sein, weil eine Studie der Universitäten von Oxford, Oregon, Tilburg und Cambridge unter 9- bis 12-Jährigen untersucht hat, was für Auswirkungen Screentime hat und erstmal nur die Quantität, wie viel Zeit Kinder vor einem Bildschirm verbringen, hat tatsächlich keinen Einfluss auf die Gehirnentwicklung und auf den allgemeinen Gesundheitszustand. Das heißt nicht, dass es nicht irgendwie soziale, psychische Folgen sonst was hat, aber das waren immerhin 12.000 Kinder, die dort untersucht wurden. Also sehr, sehr robust, diese Studie. Also so ein bisschen das Fazit für uns, dass wir alle unseren Kindern und Jugendlichen in unserer Umwelt helfen müssen, mit unserer bildschirmdominierten Welt gesund umzugehen. Da kommen nämlich zum Beispiel die Schönheitsideale, von denen sich Gen Z laut einer Befragung von Arpinio und W&V, von denen sie sich unter Druck gesetzt fühlen. 62% der Befragten haben das gesagt. Bei jungen Frauen sind es 3 von 4. Aber auch bei Männern ist es die Hälfte, die sich unter Druck gesetzt fühlt.
Und so ist es dann auch nicht so überraschend, dass Social Media bei Beauty-Marken den größten Einfluss hat. Hier hat Nielsen IQ untersucht, wie junge Menschen oder welche Faktoren das Kaufverhalten von jungen Menschen beeinflussen in verschiedenen Branchen. Und tatsächlich ist es eben bei Beauty-Marken, bei allem, was Kosmetik angeht, ist der Einfluss von Social Media am höchsten. Dazu passt dann so ein bisschen fast auch die Gegenbewegung, nämlich dass in allem, was man mal so grob als Metaverse bezeichnen könnte, junge Menschen das Gefühl haben, sich dort authentischer präsentieren zu können, weil es eben diese Möglichkeiten gibt, das über ein Avatar zu tun. So haben laut einer Befragung von Roblox 56% der 14- bis 26-Jährigen gesagt, dass es ihnen wichtiger ist, wie sie ihren Avatar einkleiden und stylen, als wie sie sich selbst anziehen und wie sie selbst aussehen. Dafür spricht auch, dass in den ersten drei Quartalen 2023 insgesamt 1,6 Milliarden Fashion-Items auf Roblox verkauft wurden. Drei von vier Befragten in dieser Studie sagen auch, dass sie darauf Wert legen, dass die von bekannten Marken kommen. Also Social Media und das Metaverse bilden hier so ein Spannungsfeld zwischen Authentizität und eben dem Streben nach irgendwelchen mehr oder weniger erreichbaren Idealen. Man muss aber auch dabei aufpassen, sagt Diplompsychologin Ines Imdahl vom Rheingold Salon, einem Marktforschungsinstitut, dass vieles dessen, was heutzutage Gen Z zugeschrieben wird, eigentlich einfach insgesamt für junge Menschen gilt und auch in früheren Generationen so war und sich im Zweifel rauswächst. Da muss man tatsächlich gut hinschauen und genau darauf achten, was ist einfach nur jung sein und was ist tatsächlich spezifisch jetzt diese Generation. Was Ihrer Meinung nach recht spezifisch für diese Generation ist, ist ein Gefühl von Ohnmacht, ein Gefühl von da draußen in der Welt passieren Dinge, auf die ich keinen Einfluss habe, die aber Einfluss auf mich haben. Und deswegen im Umkehrschluss ein extremes Kontrollbedürfnis, was die Dinge angeht, die man eben kontrollieren kann, wie eben zum Beispiel Make-up, Fitnessstudio-Besuche, Schönheits-OPs im Zweifel auch. Und weil es eben so wichtig ist, dass man nicht verwechselt, was ist allgemeingültig und was ist tatsächlich jetzt spezifisch, haben wir, KBMB, über unser Marktforschungstool Factfamily im Auftrag der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen eine Studie durchgeführt, bei der, glaube ich, recht einleuchtend ist, dass es wichtig ist, die Kinder und Jugendlichen direkt zu befragen. Es ging nämlich um Erfahrungen mit pornografischen Inhalten und Sexting. Und das ist nun mal ein Thema, bei dem die Mütter befragen vermutlich sehr andere Ergebnisse gebracht hätte, als wenn man die 11- bis 17-Jährigen befragt selbst. Und deswegen hat diese Studie eben nicht nur großes Medienecho erfahren, sondern dient als Grundlage für Maßnahmen der medienpolitischen Regulation. Also wir müssen aufpassen in unserer Branche, dass wir nicht in Klischees und Allgemeinplätzen verharren, sondern genau hinschauen, was junge Menschen wirklich bewegt. Eine Sache, die junge Menschen auch bewegt, ist künstliche Intelligenz. Da sind sie Vorreiter. 4 von 5 Teenagern zwischen 13 und 17 in Großbritannien nutzen bereits künstliche Intelligenz. Das war die Frage am Anfang dieses Themas. Antwort also 4 von 5. Unter den 7- bis 12-Jährigen sind es immerhin auch schon 40%. Und das meistgenutzte Tool ist Snapchat AI, da Snapchat ja ein eigenes KI-Instrument innerhalb der App hat. Dass KI so eine wichtige Rolle spielt, hat zum Beispiel auch Amazon erkannt und investiert deswegen in Bildung rund um künstliche Intelligenz. Dazu haben sie die Initiative AI Ready ins Leben gerufen und wollen bis 2025 über 2 Millionen Menschen schulen und weiterbilden, vergeben da Stipendien für Schülerinnen und Studenten und insgesamt investieren sie dafür 12 Millionen US-Dollar. Also künstliche Intelligenz ist etwas, was Einzug ins Klassen- und Kinderzimmer hält und im Zweifel das tut, bevor Erwachsene es verstanden haben, was da passiert. Ganz knapp zusammengefasst, dieses erste Thema: digitale und soziale Medien, Schönheitsideale, KI. Wir müssen der Lebenswelt dieser jungen Menschen offen begegnen und ehrlich nachfragen, damit wir die Kinder und Jugendlichen verstehen und erreichen können. Kommen wir zum zweiten Thema, dem Rennen um die Aufmerksamkeit der jungen Zielgruppe. Erstmal, junge Zielgruppen sind kaum noch fern. Diese Zahlen kommen von ARD und ZDF, also jetzt nicht unbedingt Institutionen, die dafür bekannt sind, das Fernsehen totzureden. Aber auch die kommen zu dem Schluss,
dass Menschen zwischen 14 und 29 Jahren mittlerweile nur noch weniger als ein Drittel der Zeit, die sie Bewegtbildmedien konsumieren, mit dem Fernsehen verbringen. YouTube und Social Media haben einen deutlich höheren Anteil und auch Streaming-Anbieter. Mittlerweile ist selbst bei 30- bis 49-Jährigen weniger als die Hälfte des Bewegtbildkonsums im Fernsehen. Ich habe vergessen, darauf hinzuweisen. Zweite Umfrage. Zweites Thema, zweite Umfrage. Schnell mal eine Einschätzung abgeben. Was macht das Fernsehen? Das Fernsehen versucht natürlich, attraktive Formate für junge Leute zu entwickeln. So zum Beispiel RTL mit Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Absoluter Klassiker. Davon soll es jetzt ein Spin-off geben für Kinder. Und der Versuch, irgendwie eine 30-jährige Marke, die Strahlkraft dieser Marke zu nutzen, um ein neues, junges Publikum dran zu binden. Oder auch, vielleicht eine Dimension größer, auf ESPN Plus konnte man im Herbst sich das Spiel zwischen den Jacksonville Jaguars und den Atlanta Falcons in Andy's Room, also in dem Kinderzimmer von Andy aus Toy Story, anschauen. Da können wir uns einmal kurz angucken in dem Video, wie das aussah. Roll on by starting with a morning kick. Falcons Jags. Secondary telecast on ESPN Plus. They also played in Andy's Room, made famous by Toy Story. This one is so cool. You got to wake up really early if you're on the east coast of the United States and watch a little nostalgia here. Trevor Lawrence had a friend in Calvin Ridley. Lawrence, 30-yard score. And Ham, he wants another look at that touchdown. But either way, that's a great throw. Get it, Ham? You see what we did there. Lawrence to Ridley for six. And the Jaguars lead it 7-0. Tip, we're having a lot of... Also, TV-Formate müssen sich ganz schön ins Zeug legen, um für Kinder überhaupt noch attraktiv zu sein. Tatsächlich sind es Inhalte wie dies. Toys and Colors war im November 23 der meistgesehene YouTube-Kanal der Welt, also ein Kanal, bei dem es nur um Spielzeug-Unboxing und Spielzeug-Ausprobieren geht, war der am meistgesehene auf der ganzen Welt mit mehr als 2,7 Milliarden Views innerhalb von einem Monat. Wir bleiben kurz bei YouTube. YouTube will nämlich noch mehr Aufmerksamkeit, noch mehr Zeit, die man dort verbringen soll. Dazu bringen sie jetzt Minigames raus. Manche erinnern sich vielleicht, dass Netflix das vor, glaube ich, 2 Jahren sogar schon gemacht hat. Tatsächlich sind das kleine Games, die man direkt auf YouTube spielen kann, ohne irgendwas runterzuladen. Hintergrund ist natürlich, möglichst viel Zeit auf dieser Seite verbringen, möglichst wenig Grund geben, da wegzugehen. Wir sehen auch, TikTok hatte einen absoluten Boom die letzten Jahre und hat laut Forrester unter Teenagern, in dem Fall 12- bis 17-Jährigen, erstmals YouTube als meistgenutzte Online-Plattform abgelöst. Also YouTube nicht mehr King. Gleichzeitig sind aber die, ja, ich sag mal, MeToo-Angebote von Google und Meta, nämlich YouTube Shorts und Instagram Reels, die am stärksten wachsenden in dem Segment. Das heißt, TikTok hat sich gerade die Pole Position ergattert, gerät aber schon wieder unter Druck von den, ja, ich nenne sie mal Nachmachern. Also, der Kampf um die Aufmerksamkeit dieser jungen Zielgruppe bringt ständig neue Formate, ständig neue Plattformen hervor und ist einfach, ja, sorgt dafür, dass da wahnsinnig viel Bewegung ist. Dann kommen wir so von Video gucken zu Social Media. Da haben wir in einer unserer Befragungen herausgefunden, dass mehr als die Hälfte der Kinder, die InfluencerInnen folgen, den Eindruck haben, dass diese sich in ihr Leben hineinversetzen können. Und umgekehrt, 64% haben das Gefühl, dass sie diese Personen persönlich kennen würden. Unter 10- bis 14-Jährigen sind das sogar 74%, die dazu Ja gesagt haben. Das heißt, Influencerinnen funktionieren halt deshalb, weil sie die gleiche Rolle spielen wie gute Bekannte, zumindest wenn nicht gar Freunde für Kinder. Das hat auch UNICEF zum Beispiel erkannt und hat in der Kampagne rund um den Weltkindertag und den Internationalen Tag der Kinderrechte eine Kampagne gestartet, die tatsächlich voll auf InfluencerInnen aufgesetzt hat. Also ganz platt, ganz kurz, mit InfluencerInnen lassen sich Kinderherzen im Sturm erobern.
Ein Beispiel noch zum Abschluss dieses Themas aus den USA. Capri Sun hat eine Kampagne gestartet dort, wo es darum geht, Kindererlebnisse, eigentlich recht alltägliche Kindererlebnisse, epic zu machen. Interessanter fast als der Inhalt der Spots ist die Mediastrategie dabei. Capri Sun ist nämlich Hauptsponsor von Dude Perfects Trick Shot of the Month. Und insgesamt ist diese ganze Kampagne sehr, sehr ausgerichtet auf Online-Plattformen, YouTube, Streamer und Kindersender im Fernsehen spielen eine untergeordnete Rolle. Wir schauen einmal kurz den kurzen Spot an. Have fun. Okay, bye, Mom. I'm a big baller. Big homie, big baller. I'm a big baller. Big homie, big baller. I'm a big baller. Capri Sun, it's gonna be epic! Also Zusammenfassung zum zweiten Thema. Wer diese junge Zielgruppe, wer Kinder und Jugendliche erreichen will, der muss diesen dynamischen Wettkampf ja verfolgen und immer auf dem neuesten Stand sein, weil Online-Video-Plattformen, Social-Media-Plattformen sich da wirklich einen heißen Wettkampf leisten. Kommen wir zum dritten Thema. Wie kann man Kinder und Jugendliche zum Mitmachen begeistern? Nicht nur zugucken, sondern mit dabei sein. Auch hier haben wir eine Frage, die man gerne mitspielen kann. Und dann kommt da gleich eine Antwort. Warum sage ich mitmachen statt nur zugucken? Weil, Entschuldigung, weil zum Beispiel eine Plattform wie Roblox die eigentlich beeindruckenden Zahlen von YouTube und TikTok absolut in den Schatten stellt. Schön und gut, dass Stunden und Stunden und Stunden auf YouTube und Roblox, auf YouTube und TikTok verbracht werden. Aber nach eigenen Angaben verbringen NutzerInnen von Roblox monatlich im Schnitt 78 Stunden auf der Plattform. Das sind 2,5 Stunden am Tag im Durchschnitt. Und diese Plattform wird auch gerade älter. Es sind noch 44% der SpielerInnen unter 13. Aber das sind deutlich weniger, als es noch vor ein paar Jahren waren. Und es wird auch weiblicher, sind mittlerweile bei einem Gender-Split von 44% weiblich und 56% männlich. Und das sind Millionen und Millionen von Kindern und Jugendlichen. Deswegen nutzen immer mehr Marken diese Plattform. Zum Beispiel Spin Master, die haben zusammen mit GameFam die Unicorn Academy auf Roblox als erstes gezeigt. Die Premiere der neuen Staffel wurde in Twilight Daycare, einem Spiel auf Roblox, gezeigt und dort eben noch bevor es auf Netflix kam, 10 Tage lang alle 2 Stunden wiederholt, sodass man sich das dort anschauen konnte, bevor es überhaupt auf Netflix lief. Oder auch, wenn man nicht aus dem Entertainment-Bereich kommt, Clarks, ein Schuhhändler, gibt es auch in Deutschland, ist in Großbritannien wesentlich größer, deswegen hier dieses Beispiel aus UK. Die haben eine Roblox Experience gebaut, Playprints World heißt die, um ihre neue Schuhserie für Kinder zu bewerben. Und diese Roblox Experience wiederum dann mit einer Kampagne auf YouTube Kids mit einem Spot beworben. Diesen Spot können wir uns einmal anschauen und da mal reingucken. Enchanted magic set in stone, and ooze which means to hex the throne, corrupts the mind with devilish thought, a kingdom broken, lost, distraught. A band of heroes rise to save the Jade Cast children now enslaved, but the tyrant's reign remains unbroken until enchanted verse is spoken. Explore the realm where spells began, within the ruins of early man. Amongst the vines and swamp-like pools, you'll find a key awash with jewels. Traverse the mighty crooked mountain, where water falls like a fountain. Your key unlocks a sacred vault within a stone-cast thunderbolt. Recite the words upon the scroll. The devilment will lose its hold. Also
Also eine eigene Kampagne zur Bewerbung eines Roblox-Spiels, ganz beachtlich, aber hat immerhin dazu geführt, dass die Roblox-Experience eines Schuhhändlers innerhalb eines Monats 4 Millionen Mal gespielt wurde. Das ist eine Reichweite, die vielleicht mit einem Fernsehsender nicht geklappt hätte. Also wer Kinder erreichen will, findet sowohl Jungen als auch Mädchen millionenfach auf Roblox. Wer eine etwas ältere Zielgruppe hat, hat bestimmt Fortnite auf dem Schirm. Da hat Shell gerade eine Experience oder eine Kampagne sozusagen gefahren, wo sie ein Benzin beworben haben. Dafür ziemlich viel Kritik geerntet, dass man so platt für fossile Brennstoffe wirbt. Deswegen gleich das Gegenbeispiel. Man kann natürlich auch für die Rettung des Planeten werben. Auf Fortnite so getan hat, dass die NGO SOS Amazonia, die eine Fortnite-Karte erstellt hat, wo man das Konzept von Fortnite, eben dieses Spielprinzip dazu nutzt, um den Amazonas, um die Natur gegen illegale Holzfäller zum Beispiel verteidigen muss. Also auch so kann diese Plattform natürlich genutzt werden. Ja, wie gerade gesagt, in Fortnite kann man eben eine Botschaft erlebbar machen und das kann irgendwie für oder gegen das Wohl des Planeten eingesetzt werden. Aber es gibt nicht nur diese Online-Plattformen in diesem Bereich, sondern überhaupt Videospiele aller Art sind natürlich eine großartige Möglichkeit, Kinder und Jugendliche zur Interaktion zu bringen. So gibt es zum Beispiel jetzt für die Kleinsten Bluey als Videospiel auf allen gängigen Konsolen, können bis zu 4 Spielerinnen und Spieler zocken und das Ganze empfohlen schon ab 3 Jahren. Man kann also schon früh anfangen mit der Daddelei. Dann hat sicherlich jeder mitbekommen, Lego hat innerhalb von Fortnite ein komplettes eigenes Spiel erstellt, also nicht nur eine Map, nicht nur eine Challenge, eine Experience, sondern wirklich das Ding ist ein eigenes, abgeschlossenes Spiel. Sehr, sehr beeindruckend, was da irgendwie aus dieser Kooperation dieser zwei Giganten des Kinderentertainment hervorgegangen ist. Es geht tatsächlich bei Lego Fortnite auch viel weniger um Kämpfen und mehr um das ja, Aufbauen, weil ist ja Lego. Und es ist ein bisschen ähnlich wie Minecraft. Überhaupt kann man gespannt sein, was aus dieser Kooperation noch weiter hervorgehen wird, weil es gibt zwar noch keine konkreten Hinweise, aber auf jeden Fall erste Hints, dass da noch mehr kommt. Und dann irgendwie nochmal ein Beispiel dafür, wie fest Videospiele Teil von Popkultur sind. Der Nachfolger von Grand Theft Auto oder die nächste Iteration von Grand Theft Auto kommt 2025, nächstes Jahr, raus. Die Fans haben so lange drauf gewartet, dass der erste offizielle Trailer von GTA 6 in den ersten 24 Stunden auf YouTube mehr als 90 Millionen Mal gesehen wurde. Das ist ein neuer Rekord für ein Video, das nicht ein Musikvideo von BTS ist. Also, wie ich gerade schon angedeutet habe, Games, Gaming sind einfach Teil von Alltagswelt und Popkultur. Das ist keine Nische, das ist das, was tatsächlich Popkultur dominiert. Und zwar von den Jüngsten bis ja, ins junge Erwachsenenalter. Und das ist auch so ein bisschen meine Zusammenfassung zu diesem Thema. Diese Online-Plattformen, diese Games bieten eben diese Kombination aus Entertainment und Interaktion, mit der man bei Jugendlichen und Kindern bestens ankommt. Und jetzt habe ich ganz viel darüber geredet, was online so los ist. Deswegen einmal das Durchschnaufen offline. Auch hierzu haben wir eine Frage. Wer da mitmachen will, gerne einmal eine Einschätzung abgeben. Wie mittlerweile ja schon bekannt. Gibt gleich die Antwort im Laufe dieses Kapitels. Podcasts sind eine solche Möglichkeit, ohne Bildschirm an Jugendliche heranzukommen, weil laut Spotify sagen 3/4 der 15- bis 24-Jährigen in Deutschland, dass Podcasts sie tiefer in ein Thema einführen. 73% sagen, dass
Podcast-Hosts ihnen Dinge beibringen, die sie gerne in der Schule gelernt hätten. Das heißt, Podcasts sind ein wahnsinnig vertrauenswürdiges Medium, mit dem sich junge Menschen tatsächlich auch recht intensiv auseinandersetzen. Das führt dann wiederum dazu, dass dort Werbung eben gut ankommt. Das hat die Mediaagentur Dentsu erforscht. Die konnte zeigen in ihrer Auswertung, dass die Wirksamkeit von Podcast-Werbung oder von Audio-Werbung war es in dem Fall, war die Formulierung, dass die einen signifikant höheren Uplift der Markenerinnerung und Uplift der Markenpräferenz hat im Vergleich zu anderen Medien. Am effektivsten tatsächlich die Host-Read-Ads. Wer Podcasts hört, kennt das, wenn tatsächlich die Hosts selbst die Werbung sprechen. Das ist die tatsächlich die wirksamste Form der Audio-Werbung. Aber leider für unsere Zielgruppe gibt es offensichtlich noch nicht genug Podcast-Inhalte. Das hat Edison Research in den USA zumindest erhoben. 20% der Eltern dort in dieser Befragung haben gesagt, dass ihre Kinder keine Podcasts gefunden haben, die ihnen Spaß machen würden. Und 18% geben an, dass insgesamt einfach geeignete Podcasts für Kinder fehlen. Dann, wo wir gerade bei Podcasts sind, die Tommy Awards, Entschuldigung, falsch geklickt, die Tommy Awards wurden gegen Ende des Jahres verliehen. Und die Tommy Awards, wer das nicht kennt, ist übrigens die Antwort auf die Frage zu anfangen, wer das nicht kennt, die Tommy Awards werden von einer Kinder- und Jugendjury verliehen. Und da geht es eben um die besten Apps, besten PC- und Konsolenspiele, auch das beste elektronische Spielzeug und so weiter aus Sicht von Kindern und Jugendlichen. Warum erwähne ich das, wenn es hier eigentlich um fernab von Bildschirm bleiben geht? Weil ein Podcast in der Kategorie digitale Bildung da immerhin den dritten Platz gemacht hat, und zwar der Was ist was Podcast von Tesloff und KB&B. Also Podcasts sind sehr, sehr populär, sind sehr, sehr vertrauenswürdig und dadurch eben ein wirksamer Kanal im Marketingmix. Dann einfach eine spaßige Aktion, würde ich sagen. Crocs haben sich mit McDonald's zusammengetan und haben eine Sonderedition rausgebracht. Also kann man jetzt seine Liebe für Pommes auch an den Füßen tragen, wenn man das möchte. Und ein eigentlich sehr, sehr online-lastiges Unternehmen wie Netflix plant tatsächlich in diesem und im nächsten Jahr oder bis Mitte 2025 mehrere Netflix-Houses in den USA zu eröffnen. Dort soll es dann eben Shops und Restaurants geben, die an Netflix-Serien angepasst sind oder angelehnt sind und gewechselt werden können. Also zum Beispiel ein Escape Room nach dem Vorbild von Squid Game oder ein Stranger Things Restaurant. Man habe mit den Pop-Up-Stores gute Erfahrungen gemacht und deswegen soll es jetzt tatsächlich feste Retail-Locations für das Markenerlebnis Netflix geben. Und noch eine Marke, die feste Markenerlebnisse einplant, ist Mattel. Noch dieses Jahr soll in Glendale, Arizona, es einen kompletten Freizeitpark von Mattel geben, für die ganze Familie mit einer Hot Wheels Achterbahn, mit einem Barbie Beach House, wo man in Barbies Kleiderschrank stöbern kann und pinke Cocktails auf der Rooftop Bar trinken kann, Laser Tag im Castle Grayskull. Also ja, ein rundum Mattel Erlebnis in einem Freizeitpark. Weil wer Fans schaffen will, der muss seine Marke eben erlebbar machen und das kann auch in der physischen Welt stattfinden. Und das ist so ein bisschen auch meine Zusammenfassung dieses letzten Themas. Marken kann man auch ohne Screens zum Leben erwecken. Man braucht dazu ein bisschen Fantasie, aber zum Beispiel auch Audioinhalte, physische Erlebnisse, spannende Kooperationen können das auch hinkriegen. Also einmal ganz schnell zusammengefasst, was erwartet uns 2024 im Familienmarketing? Digitale und soziale Medien, Schönheitsideale und KI. Nur wer die Lebenswelt von Jugendlichen und Kindern, der offen begegnet und ehrlich nachfragt, der kann sie dann auch erreichen.
Erreichen tut man sie zum Beispiel auf Online-Video- und Social-Media-Plattformen. Da muss man aber wirklich, wirklich auf Zack sein und wissen, wer gerade wo ist. Drittens, Online-Plattformen und Games sind eine magische Kombination, Entertainment plus Interaktion. Und wer die Screens weglassen will, dem raten wir zu Audioinhalten und physischen Erlebnissen. Das war's fast. Einen haben wir noch zum Ausstieg. Vorher aber kurz der Hinweis, Family Affairs gibt's jetzt auch als Newsletter. Einmal pro Woche aktuelle Insights und bewährte Strategien im Familien- und Kindermarketing. Direkt ins Postfach kann man sich jetzt für anmelden. Wird es auch per E-Mail nochmal den Link geben. Ansonsten freuen wir uns über Feedback, entweder direkt hier in der Befragung, die jetzt gerade aufpoppt, oder eben danach per E-Mail, per Telefon, per LinkedIn. Wir sind zu finden, denke ich, wer es versucht. Und zum Ausstieg noch einmal ein kleiner Clip aus den USA für ein Produkt, das es in Deutschland, glaube ich, gar nicht geben könnte, aber erst recht nicht mit einer Kampagne wie dieser. Da herrschen andere Regeln, aber wir schauen uns das trotzdem mal an. In a microwave, not so far away. New Lunchables Grilled Cheesies. Crispy from the microwave. Das war's für dieses Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Mitmachen. Vielen Dank für die Emoji-Reaktionen. Die helfen mir sehr. Danke sehr und bis zum nächsten Mal.